Dann wird es wird sehr tänzelastig sein heute Abend. Also ich möchte erst die Firma darstellen und dann zeige ich ein paar Bilder noch von der Entwicklung her und dann geht es weiter. Also zu meiner Firma Ende Oktober 1993 habe ich die gegründet, also jetzt vor nunmehr 22 Jahren. Das war zunächst eine Verlegenheitslösung, weil ich habe in meiner alten Firma habe ich gekündigt gehabt, habe bei einem Kunden angefangen und ich habe relativ schnell erkannt, dass das keine Zukunft hat mit dem. Das ging 15 Monate und nach 15 Monaten war klar, dass ich mir einen anderen Job suchen musste. Das war die Firma damals Elektrospritzer Kempfer, zum Wacker-Konzern gehörig. Da gab es damals einen sogenannten Einstellungsstopp und ein Zurück gab es nicht. Und ich hatte dann die Idee gehabt, dass ich dann praktisch für die als Vertriebspartner arbeite, weil von meinem ursprünglich erlernten Beruf, als Maschinenbautechniker hatte ich mich sehr, sehr weit entfernt und ich sah also keine Möglichkeit, im Allgäuer Raum in diesem Bereich tätig zu werden. Ich sah hoffnungslos zum Arbeitsamt zu gehen und einen Beruf zu suchen oder eine Stelle zu suchen und das war dann der Startpunkt zur Gründung meiner Firma. Aufgrund meiner Überzeugung, man kann sogar sagen, Lebenseinstellung bezeichnen, möchte meinen Kunden immer einen Mehrwert bieten. Und die Firma wuchs langsam, aber beständig zu dem heran, was sie im Augenblick ist. Heute bietet sie die Arbeitsgrundlage für nahezu 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem zukunftsträchtigen Produktpalette und wird bereits auch in zweiter Generation erfolgreich geführt. Gemeinsam mit Herrn Fuchs und einem weiteren externen Berater bin ich im Aufsichtsrat tätig und stehe meinen Söhnen mit Rat und Tat zur Seite. Der voraussichtliche Jahresumsatz in diesem Jahr wird etwas über 5 Millionen Euro liegen. Und wir arbeiten an einer sogenannten Hochtemperaturkeramik, die als elektrisches Isolationsmaterial eingesetzt wird oder als Schmelztiegelmaterial. Der Einsatzbereich von diesem Material liegt bei 1500 bis 2500 Grad. Es kann auch bei 0 Kelvin, das ist minus 250 Grad Celsius, auch eingesetzt werden. Aber bis 1500 Grad gibt es viele andere Materialien, die eine ähnliche Funktion erfüllen können und deswegen wird das auch nicht eingesetzt, weil es auch ein sehr teures Material ist. Und aus diesem Material, das kaufen wir als Rohstoff in den USA oder auch in Kempten ein und aus dem fertigen wir dann Halbzeuge nach Kundenwunsch. Und wir vertreiben die dann in ganz Europa und auch bei Bedarf weltweit. Und nach langer Planung und Vorbereitungszeit habe ich im Juni 2013 die Geschäftsform von einer GmbH in eine kleine AG gewechselt. Das war, diesen Flur hat mir der Waldemar irgendwann mal ins Ohr gesetzt. Ich habe noch gesagt, dass ich eine Familie mit 4 Kindern habe. Und ich möchte natürlich das, was ich im Laufe der Zeit aufgebaut habe, einigermaßen gerecht auch verteilen. Und was ich will auch, dass dass durch irgendwelche familiären Schwierigkeiten, es kann Tod sein, es kann Scheidung sein, dass die Firma nicht gefährdet ist. Die Firma, wie ich habe ein Grundkapital von 250, derzeit von 250.000 Euro, was ich in Stückaktien eingeteilt habe und die sind auf die Familienmitglieder verteilt. Der aktuelle Firmenwert liegt aktuell bei 3 Millionen bis 6 Millionen Euro, je nachdem, nach welchem Verfahren das berechnet wird. Nach der EBIT-Methode wird das vielleicht 3 Millionen Euro sein, nach dem Ertragswertverfahren, womit das Finanzamt rechnen würde, mit den 6 Millionen. Das hat was steuerlich, ist ja klar, Finanzamt möchte immer viel Geld zahlen. So, dann, im vergangenen Jahr habe ich dann einen großen Teil der Aktien dann auch weiter verteilt bereits schon. Das war, ich wurde gezwungen, wir werden es nachher sehen, ich wurde seitens der LFA dazu gezwungen, dass ich dem Vorstand 15% der Aktien übertragen muss. Weil wir natürlich um den Bau, über den ich nachher reden werde, der kostet natürlich Geld und ich habe Geld geleihen müssen. Und das heißt also, ich habe dann jedem der Vorstände, ich habe zwei Söhne, die den Vorstand bilden, 15% jeweils übertragen. Und dann die zwei Kinder, die nicht im operativen Geschäft tätig sind, habe ich auch 15% plus ein wenig, minus einen ganz kleinen X,
Und meine Frau geht 15% plus einen kleinen X, einfach symbolisch und signalisiert, du bist mir noch mehr wert. Und ich selbst habe 25% auch plus einen kleinen X, um die Sperrminorität zu erhalten. Das heißt also, damit Satzungsänderungen und sowas nicht ohne mich im Augenblick stattfinden können. Jetzt habe ich eine Reihe von Bildern, um zu zeigen, wie sich die Firma entwickelt hat. Schauen wir mal, wie die Technik funktioniert. Vorher hat sie funktioniert. Ich glaube, ich muss so machen. Ja, so, das war der Start Ende Oktober. Ich habe von dem ehemaligen Kunden, habe ich dann, von der ehemaligen Firma, wo ich dann die 15 Monate tätig war, habe ich das Restmaterial aufgekauft. Und das ist bei uns damals im Hausflur. Das war so der Start. Das ist der Jüngling, der jetzt hier vor Ihnen steht. Da hat er mal ausgeschaut. Das ist der Küchentisch, den wir jetzt vor ca. 40 Jahren gekauft haben. Der dient als Schreibtisch. Und die Gartensteine noch jetzt auch, oder? Ja, der dient noch, das hattest du, ne? Ja, das ist ein Schreibtisch, den habe ich mir damals gekauft, als ich die Technikerausbildung begonnen hatte. Das war so mein Büro. Das war übrigens eine Hauswirtschaftsraum meiner Frau. So. Man kann auch Abstellkammer 9 Quadratmeter. Das war das. Dann habe ich eine Säge gehabt, um das Material, das Rohmaterial zu sägen. Das stand erst beim Freund von mir unter einem Schleppdach, weil er eine Tischlerei hat. Nee, eine Tischlerei, so ein Sägewerk. Nee, Zimmerei hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, im Winter ist das lustiger, so eine Maschine zu arbeiten. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, so Junge, jetzt war es lang genug bei mir, schau mal, dass du weg verschwindest. Die Bank damals, sie hat null Verständnis für meine Aktivitäten gehabt und entsprechend vorhin, ich habe nicht mehr auch Geld, lehnen nämlich gar nichts. Und ich wollte dann damals bei mir so eine Garage bauen mit einer kleinen Werkstatt und ich habe das Geld nicht bekommen. Und das ist übrigens auch die Zeit, wo ich dann langsam, den Waldemar kenne ich seit, sagen wir, seit den 77er Jahren, seit 1977 ungefähr. Und das war das erste Mal, wo ich dann zum Waldemar gegangen bin, wo ich gesagt habe, habe ich einen Vogel oder spielt die Bank? Jetzt recht nicht falsch. Und der Waldemar hat immer mit seinem kleinen kurzen Beistift, hat er mir dann immer dann vorgerechnet, dass ich schon auf der richtigen Seite bin. Übrigens auffällig, der Waldemar konnte damals schneller zusammenrechnen, als ich mit meinem Computer. Das war dann, da haben wir dann einfach, den Bank hat mir kein Geld gegeben, da habe ich gesagt, das für einen Bretterverschlag war ich jetzt immer. Da habe ich dann angefangen, da bei mir im Haus da so einen Bretterverschlag hinzubauen. So schaut es dann aus dann. Dann war dann die Sägemaschine in diesem Bretterverschlag drin gestanden. Ich hatte damals dann über das Rohmaterial selber gesägt, weil das Rohmaterial, das ist sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, wenn ich dann einen Fehler mache, oder wenn jemand anderen einen Fehler macht, vernichtet der wahnsinnig viel Geld, darum mache ich das alles selber. Dann war das, man sieht, das Lager wird größer, das war jetzt im Treppenhaus, bei uns im Eingangsbereich. Meine Frau war gar nicht begeistert, weil das Zeug, das Pulver, das ist ja wie ein Schmiermittel. Wir mussten also auf höchste Pflege, Sauberkeit achten, weil sonst ausgerutscht ist. Der Jüngling wird älter. Das sind die Ordner, werden mehr. Das war unsere Verpackung, also immer noch die 9 Quadratmeter Verpackung. Das war 1997 der erste Mitarbeiter im Büro, der wurde bei uns im Haus eine Einliegerwohnung frei und wir sind dann in die Einliegerwohnung runtergezogen. Lager wurde wieder größer. Das war mein Bereich Forschung und Entwicklung. Das war in der Tupfelschüssel meiner Frau, die mir dann irgendwann mal gesagt hat, es wird Zeit, dass er mir die wieder zurückgibt, weil ich möchte mir einen Kuchen backen oder ich weiß was. Das war dann der erste Mitarbeiter, der im Werkstattbereich gearbeitet hat. Da habe ich dann schon eine Drehmaschine. Ich wurde gezwungen, ich habe mal gesagt, ich werde nie eine eigene Produktion haben. Ich will das immer organisieren. Aber man hat mich gezwungen, das selber zu machen, weil es ist A, sehr schwierig mit dem Material umzugehen, weil die externen Bearbeiter haben sehr viel kaputt gemacht. Und was mir wichtig war, dass ich immer Kunden ganz schnell bedienen kann. Das kann sein, dass ein Kunde ein Problem hat. Und dann brauchen wir von mir Material. Und dann hat mir mein Lieferant gesagt, ja, du hast so einen Vogel, ich muss vorher meine Maschine putzen, muss danach putzen, ich will das eigentlich gar nicht. Und das war der Grund, dass ich dann angefangen habe, auch eine Drehmaschine zu kaufen. Ich selber noch gedreht, das habe ich ja mal gelernt.
Und das ist der Waldemar, wir sind dann daheim, also praktisch am Zahnnebenplatz. Das war ja auch so, ich habe ja damals noch im Freien arbeiten können, aber Mitarbeiter haben so gewisse Standards. Die brauchen eine Heizung zum Arbeiten, solche Sachen. Und die brauchen Fenster, wo man rausschauen kann, das war ja dem Verstand alles nicht gegeben. Und wir haben zu dem Mann gesagt, also wenn er dann an Trübseligkeit leidet, dann soll er einfach mal zu uns ins Büro kommen. Das hat er übrigens zum ersten Mal erlebt, dass Angestellte auch arbeiten. Das war ein völlig neues. Ich dachte, die sitzen nur am Sessel. Ja, und dann bin ich dann in einem sogenannten Firmengründerzentrum in Kempten, wobei ich ja schon bereits gegründet hatte. Da schloss einen sogenannten Technologiepark an. Also ich bin in dem sogenannten Bauabschnitt 2 von dem Technologiepark. Da habe ich damals 120 Quadratmeter gemietet. Ich wurde auch getestet, ob ich überhaupt würdig bin, da reinzuziehen. Ich habe gesagt, ja, ich werde mindestens noch 2 oder 3 Mitarbeiter einstellen, dann war ich würdig. Und habe gedacht, ich werde nie haben, will ich die 2 oder 3 Mitarbeiter, aber ich brauche den Platz. Und das war der Waldemar mit meinem jüngsten Sohn in der Baustelle auch. Das war der Umzug dann von der Drillmaschine dann in das neue Gebäude. Das war unser Großraumbüro. Das war unsere Werkstatt. Ich habe gedacht, 120 Quadratmeter, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vollkriegen. Ich habe gedacht, du bist richtig großkotzig. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn, aber ist halt so jetzt. Das ist die Entwicklung. 1993 9 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, dann 120 Quadratmeter, kurze Zeit darauf 280 Quadratmeter und so weiter. 2011 320 Quadratmeter. Und wir waren dann, ich war einer der größten Mieter dann dort auch. Und dann habe ich dann mit dem Geschäftsführer dieses Objekts, von der Firma Dobler, einer, der für das Facility Management zuständig ist, dann habe ich mit dem gesprochen und wir haben dann schon uns überlegt, über den Hof überbauen und was weiß ich was. Und dann hat der Herr Dobler, Peter Dobler Senior, der mir mal ein Gespräch gebeten hat, gesagt, Junge, das Gebäude passt nicht mehr zu Ihrer Firma. Dieses Gespräch haben wir dann gehabt. Er hat gesagt, er baut auch für sein Leben gerne und er würde uns auch eine Hilfestellung geben. Und dann haben wir uns dann entschieden, dann auf die grünen Wiese ein Firmengebäude zu starten. War nicht ganz einfach, weil zwischenzeitlich war mein ältester Sohn auch schon in der Firma. Dem war das alles eine Hausnummer zu groß. Und ich habe zu ihm gesagt, Junge, ich bin jetzt in einem Alter, ich gehe entweder nach vorne oder ich lasse es sein. Und ich habe gesagt, von mir aus machen wir den Schritt nach vorne. Wenn du den Weg nicht mitgehst, dann wickeln wir das jetzt geordnet ab, das ganze Ding. Er hat ihn dann überzeugen lassen und dann haben wir dann weitergemacht. Das ist die Mitarbeiterentwicklung, wobei ich 2012 da aufgehört habe, das ist eine alte Folie. Wie gesagt, ich habe es vielleicht schon gesagt, wir sind jetzt 28 Leute. Und weil das, da bin ich ziemlich stolz drauf. Das ist die Umsatzentwicklung von 2007, oder das ist 2001 dargestellt. Die ist tagesaktuell. Das ist tatsächlich im Freitag, vom Freitag habe ich die dann jetzt eingefroren sozusagen. Und wir haben da aktuell einen Professor von der Fachhochschule in Kempten, der, das dürfen die wohl auch, dass der nebenbei für uns also auch diese Entwicklung macht, dass er die Daten vorhanden aus dem Netz, aus dem System rausholt und für uns so darstellt, dass wir im Prinzip auch einen Blick sehen, was Sache ist. Man sieht natürlich auch die Gelände da, die wir natürlich auch haben, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Aber dieses Jahr werden wir gesagt, wenn die Hochrechnung passt, momentan schaut so aus, wenn wir für 5 Euro liegen. Das war dann der Rohbau. Das war letztes Jahr die Schlüsselübergabe. Das ist der linke Hand ist das der Architekt. In der Mitte ist der Projektleiter, der, wie haben wir, ich habe, wie sagt man, die hatte eine maximale Preisgarantie, es war also sichergestellt, dass am Ende der Bau nicht teurer ist, als das ursprünglich mal angeboten worden ist. Und wir mit einem offenen Buch, das heißt, ich war bei allen Bauvergaben war ich mit dabei. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer war, diese Preise auch einzuhalten, weil der Bauindustrie ging es damals sehr gut und geht es, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut. Und dann so symbolische Schlüsselübergabe. Haben wir natürlich alle gestrahlt, weil das natürlich jetzt dann die Einweihungsfeier war, das war letztes Jahr im April. Da schaut man in den Werkstattbereich hinein. Ich will jetzt keine Produkte verkaufen, ich will auch da gar nicht besonders eingehen. Das ist so das, was wir alles so selber machen. Wir machen Suspension, wir machen Spräse, wir machen irgendwelche Wachsstifte, wir machen irgendwelche Suspension. Das ist das Grundmaterial, das Pulver, was wir natürlich einkaufen. Oder wir machen
fertige Bauteile, das sind keine eigenen Sachen. Das sind Sachen, die, wo unser Kunde sagt, er möchte, dass er sowas haben hat, dann kriegt er das von uns. Das ist unsere Stärke, dass wir ihn dabei unterstützen können. Aber das sind keine Entwicklung von uns. Nur indem wir dann Geben und Nehmen. Ja, das Gebäude sind einfach nur so ein paar Eingangsbereich. Da ist der Aufenthaltsraum, oben ist der Vertriebshausendienst. Da schaut man in den Vertriebsinnendienst rein. Und da oberhalb, da sitze ich hier irgendwo. Ja, und das ist die Mannschaft. Da bin ich ziemlich stolz auf dieses Bild. Das ist mein der älteste Sohn, das ist mein mittlerer Sohn, die beide im Vorstand sind. Und die machen wirklich einen tollen Job. Ich bin total begeistert von den Leuten. Und die Gesamtmannschaft ist ja nicht vollzählig, aber nur, damit Sie mal einen Eindruck haben. Für Ludger ist das wichtig. Das Logo. Das Logo kommt von Ludger. Und uns fällt da wirklich nichts Besseres ein. Wir finden wirklich sehr, sehr schön. Ja, für die Leute, die sich das Haar kann man ja erkennen, das Hexagon, das kommt von dem Atom wieder her, von dem Material, mit dem wir uns befassen. Ja, das, was ich jetzt da alles so schön zeige, das war natürlich auch eine sehr durstreiche Strecke, also eine mühevolle Strecke. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Die Banken haben mir nicht geglaubt, dass ich da irgendwie was auf die Beine stellen werde. Die haben nur die Kontoentwicklung angeschaut und wir haben eine große Sorgen gehabt. Das ist ja lange vorbei. Bei uns ist es jetzt so, dass der Vorstand auch zu mir kommt. Ich brauche niemanden besuchen, die kommen zu mir. Aber das war nicht immer so. Und was mir der Waldemar beigebracht hat, ich bin Maschinenbauer, ich bin Techniker. Das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens, aber ich bin kein Kaufmann. Der Waldemar hat mir gezeigt, wie man Zahlen darstellt, damit das die Bank auch versteht. Und weil ich jetzt zum Beispiel Waldemar gesagt habe, oder zu sagen würde auch, mich interessiert der Umsatz nahezu gar nicht, denn mich interessiert das Feld unterm Strich raus, mit welchem Geld kann ich arbeiten. Weil wenn irgendwelche Steuernachzahlungen sind oder was ich muss immer für den Zustand sorgen, dass mich da niemand umbringen kann. Ich muss immer genügend Geld auf meinem Konto haben. Und das hat mir der Waldemar beigebracht. Und irgendwann habe ich es dann auch kapiert gehabt. Es war nicht ganz so einfach, aber als ich es dann hatte, dann war das die Zeit, wo dann der Waldemar dann Terron gegründet hatte, in seinen jungen Jahren, mit 70 Jahren oder sowas. Und dann hat er gesagt, so Peter, jetzt habe ich dir genug geholfen, jetzt musst du mir helfen von der Praxisseite. Und das war der Grund, warum ich auch damit die Firma Terron sehr stark in Verbindung gekommen habe. Soweit zu der Firma. Willst du an der Stelle was sagen, Waldemar? Eine sehr schöne Aufbauzeit. Und vor allen Dingen immer der Glaube, dass es gut wird. Das ist das A und O. Und das zieht einem voran. Und das Gespür, dass Gott schon immer hinter uns steht. Das ist das Wesentliche. Das, was ich da alles dargestellt habe, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Das muss man ganz ehrlich sagen, sondern das ist ein Zusammenspiel aller. Dann bringt man sowas auch hin. Deswegen möchte ich einfach jetzt auch mal auf Mitarbeiter eingehen, auf Kundenbeziehungen eingehen, auf Lieferanten eingehen. Mitarbeiter. Bei der Firmengründung war mir von Anfang an auch klar, dass ich ein Unternehmen haben möchte, das Mehrwerte schafft. Dass ich keine kurzfristigen Erfolge haben möchte, sondern dass es langfristig sein muss. Und mir war auch bekannt, dass es Menschen gibt, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Weil das mit dem kurzfristigen Erfolg, das habe ich bei einem anderen Arbeitgeber gesehen, wo ich ja dann schlussendlich auch da weggegangen bin, der hat unheimlich viel investiert, aber ich bin nur in den kurzfristigen Erfolg und da bin ich zu faul dazu. Das muss irgendwie auch irgendwie selber laufen. Und um das zu haben, muss man meiner Meinung nach bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anfangen. Und ich habe meine Mitarbeiterinnen, ein paar davon, einfach mal gefragt, was ist für euch eigentlich wichtig? Und dann haben die gesagt, ganz oben steht das Vertrauen zueinander, Zeit füreinander haben. Und das beginnt auch schon beim Vorstellungsgespräch. Es wurde immer wieder gesagt, also das finden wir toll, wie wir miteinander sprechen können.
dann, das stimmt tatsächlich, alle werden gleich behandelt. Es gibt keine sozialen Unterschiede. Das ist für mich völlig wurscht, ob jemand Ingenieur ist, Doktor ist oder ein Professor, wie wir es haben, oder ob es ein Facharbeiter an der Maschine ist, jetzt wird jeder gleich behandelt. Oder die Putzfrau auch. Dann pflege eine gute Gesprächskultur. Das machen wir zum Beispiel, Freitag sitzen die beieinander und essen Würstchen zum Beispiel. Wie das um 10 Uhr ungefähr. Da sitzen alle möglichen Leute mit am Tisch und man unterhält sich da. Wir haben KVP oder kontinuierliche Verbesserungsprozessbesprechung. Da werden Ideen eingebracht und natürlich muss derjenige, der die Idee bringt, muss auch die Lösung dazu haben. Also irgendwelche so Burgenkuckucksheime, sowas braucht man nicht reden, sondern muss, wenn er schon einen Vorschlag macht, muss er auch irgendwie einen Lösungsansatz haben oder zumindest muss einer zu finden sein. Das funktioniert übrigens bei uns im Produktionsbereich hervorragend. Wir haben eine Wand hingestellt und da schreibt jeder drauf, was er so denkt. Und wer dafür vielleicht verantwortlich sein konnte und die treffen sich auch in regelmäßigen Abständen. Das klappt sogar besser als im Vertriebsinnendienst und besser als im Vertriebsaußendienst. Von denen können wir also noch lernen. Da haben wir auch noch Handlungsbedarf. Dann eine vierteljährliche Mitarbeiterinfo, wo wir also versuchen, alle Zahlen, Daten, Fakten darzustellen. Das war früher mal monatlich, aber da haben wir gesagt, das ist für uns langweilig, das braucht man nicht, uns reicht vierteljährlich. Kommt auch von den Mitarbeitern. Dann gemeinsames Feiern. Alle Geburtstage werden gefeiert. Fasching wird gefeiert. Nicht zum Leidwesen von mir, so im Verkleiden habe ich es nicht so. Dann Sommerfest beim Hänsel im Garten, das habe ich mir lange überlegt, mache ich das eigentlich? Und das ist jetzt tatsächlich so, jeden Sommer findet das statt, da wird extra so ein Partyzelt aufgebaut und die Leute kommen dann wegen 1 Uhr spätestens. Und dann geht es hoch her, wir gegen 10 Uhr sagen, nicht so laut, die Nachbarn hören das sonst. Und um 11, spätestens 12 sind die Leute dann weg. Also das heißt, die fühlen sich einfach wohl. Dann festlich, das ist mir ganz wichtig, festlich gestaltete Jahresabschlussfeier. Das sagt mir gut, bewusst nicht Weihnachtsfeier, sondern es ist eine Jahresabschlussfeier, wo die Partnerinnen und Partner dazu auch eingeladen werden, wo wir dann auch irgendwie die Krawatte sogar erscheinen. Und dann natürlich ganz am Schluss noch eine interne Weihnachtsfeier, wo man noch das Jahr einfach ausklingen lässt. Dann Aktivitäten innerhalb der Arbeitsgruppe und darüber hinaus. Wir gehen gemeinsam Skifahren, nicht alle zusammen, sondern wir am Bodenrad. Bergwandern, Fahrradfahren. Und seit neuestem gibt es sogar eine Joggingruppe, weil die einen oder die anderen auf einem Halbmarathon trainieren. Aber ich darf auch mitlaufen. Jährliche Personalgespräche und leistungsgerechte Bezahlung. So, das sind also toll. Bei uns gibt es aber auch Probleme. Und vor allem, wenn wir was Neues anpacken wollen zum Beispiel. Es mussten auch schon einige Personen oder verhaltensbedingte Kündigungen ausgesprochen werden, wobei ich damals immer sehr gelitten habe darunter, weil ich bin nicht der geborene Mitarbeiter. Also, ich bin froh, dass es meine beiden Söhne machen, weil die sind zu zweit und die gehen auch anders damit um. Wie auch in anderen Firmen gibt es bei uns auch Trippelfahrer, die einfach so mitgehen halt, und versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Die vielleicht nicht ganz so viel, aber das habe ich auch. Und ich weiß noch, die Einführung in ein Betriebsdatenerfassungssystem, das war überhaupt kein Problem im Vertriebsinnendienst, weil die sind gewohnt, mit Computern zu arbeiten. Im Produktionsbereich, wir müssen auch wissen, was die Produkte kosten, müssen auch mal Daten erfasst werden. Das haben wir ganz misstrauisch betrachtet. Und das Schlimmste war, dass sogar der Meister praktisch als Vorreiter der Vorschläge ist und gesprochen und hat gesagt, alles Mist. Und ich weiß noch, ich habe zu dem Meister dann gesagt, du, ich habe heute Nacht eine ziemlich schlechte Nacht gehabt. Da ging es mir so schlecht wie damals, als ich den einen entlassen habe. Und dann hat er zu mir gesagt, ey Chef, hab verstanden. Und er hat gesagt, jetzt halt endlich mal einfach deine Klappe, arbeite mal mit dem Teil. Und wenn wir nach einem halben Jahr oder Vierteljahr sehen, dass das nicht wirklich nichts ist, dann können wir wieder reden. Und nach einem Vierteljahr hat er gedacht, das ist viel, viel besser, als ich gedacht habe. Das ist einer, der das auch begeistert jetzt auch nimmt. Aber wo man einfach dann auch auf die Hinterfüße stehen muss und auch sagen muss, bis hier und nicht weiter. Da eine Einführung von Zielvereinbarungen, auch Gottes Willen, das liegt ja an die Teams-Sphäre dran. Ich kann doch nicht eine Zielvereinbarung. Jeder Mitarbeiter will doch nur das Beste für die Firma. Und ich komme plötzlich daher und sage, ich möchte am Jahresende das und das sehen. Geht doch gar nicht. Aber die haben sich dann gewöhnt, dass wir das doch wollen. Einführung von Lebensarbeitszeitkonten.
Weil die haben vorhin, können Sie sich vielleicht erinnern, an der Umsatzkurve, die haben auch mit Modellen drin. Und da geht es gar nicht so gut, weil wir nämlich wissen, wie wir die Mitarbeiter beschäftigen sollen. Wir haben Phasen gehabt, da habe ich am Montag nicht gewusst, wie ich am Dienstag die Leute beschäftigen soll. Und dann haben wir gesagt, wir haben natürlich Phasen, wo sehr viel gearbeitet werden kann. Und dann haben wir gesagt, dann bearbeiten wir doch da mehr, schreiben wir auch ein insolvenzgeschützten Konto gut sozusagen, und wenn es dann schlechter geht, dann bleibst du halt kurz nach und daheim und hast trotzdem ein normales Gehalt. Aber erstmal misstrauisch weiß man ja nicht. Strukturelle Veränderungen. Oder ich in den meisten Fällen dann sage ich dann immer, auch wenn es jetzt nicht versteht, bleibt geduldig, wartet einfach ab, was dann kommt, und dann reden wir dann, wenn es sich mal eingespielt hat. Und in so Phasen habe ich dann auch den Peter Fuchs dann auch zu Rate gezogen und der mich dann auch mindestens in zwei Fällen dann auch ganz intensiv unterstützt hat, der also praktisch mit Mitarbeitern gesprochen hat, der sich einzelne Bereiche als Außenstehende angeschaut hat und mir für hier und da einen oder anderen Tipp geben konnte. Und da möchte ich die Karte noch kurz bitten. Ja, gerne. Das war natürlich auch für mich eine besondere Erfahrung, in die Firma dann von Peter reinzugehen und sich den ganzen Prozess anzuschauen. Weil ich habe schon vieles von ihm auch gelernt, das er bei Terro gemacht hat, die nicht nur Ansätze, sondern auch ganze Strukturen vorgefunden. Da habe ich gedacht, Mensch, Peter Fuchs, der kann man zusammenreißen. Und habe eine sehr gute, organisierte Firma vorgefunden und war überrascht, welche menschliche Achtung das da drin gewesen ist. Und das ist wirklich so gewesen. Man hat es vom ersten Tag schon gespürt. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen der Putzfrau oder dem Inhaber oder vom Professor oder wer im Reitbestoffwissen ist. War ganz eine tolle Erfahrung für mich. Aber wichtig war auch, dass von außen jemand draufgeschaut hat und bestimmte Dinge, die sich schon verselbstständigt haben oder manche Sachen, die man einfach nicht mehr ändern wollte, weil die schon so eingeschliffen gewesen sind als solches, dass man hier Ansätze gibt. Und ich denke, gerade in zwei Sachen, wo ich aus dem Bereich Prüfer oder das andere einfach der Meisterbereich, in die Führungsebene zu bringen, war ganz wichtig, dass man auch andere Ansätze kennengelernt hat. Und ich glaube, es war ganz wichtig für die Mitarbeiter selber, weil die nicht gewusst haben, wie bin ich drauf, was mache ich denn, was habe ich denn genau für einen Auftrag. Und der Peter hat es mit einem ganz guten Geschick dann den Mitarbeitern auch so dargestellt, wo er denn hin will. Und ich denke und ich hoffe heute noch, dass ich mir damals wirklich auch helfen konnte wieder, dass sie das in diese Sache praktisch, dass das so gelaufen ist. Weil wichtig war ja auch das, im Anschluss dann ist ja dann der Umzug gekommen und du hast ja dann auch bestimmte Ziele und Ideale dann auch haben wollen. Und ich kann nur sagen, eine tolle Firma zum einen, und aber auch wichtig, praktisch Firmen, die sehr gut laufen, wo man auch immer noch kurz gehört, das sollte man auch von Zeit zu Zeit von einer anderen Seite anschauen, damit hier einfach auch überhaupt rauskommt, welche Möglichkeiten das es gibt oder wo man vielleicht doch ein bisschen korrigieren muss. Für mich war das eine tolle Sache und ich erlaube mir zu sagen, dass du mich in den Aufsichtsrat von deiner Firma berufen hast und mache das auch weiterhin sehr, sehr gerne und hier unterstützend zum einen oder auch für mich selber auch sehr informativ. Eigentlich kann ich auch immer wieder von euch lernen als solches und manchmal bin ich überrascht, wenn ich dann Ideen habe, aber die es eigentlich schon überholt sind, weil es schon ganz besser gibt und ich bin dann auf der Grenze. Ja, und er wird auch mit großer Hochachtung auch in der Firma gesehen. Also die haben viel Vertrauen auf sie, das ist auch wichtig. Sehr schön. Ja, gut, Umgang mit Kunden. Wir versuchen Kunden so zu behandeln, das ist eine Selbstverständlichkeit, wie sie selber auch behandelt werden möchten und nicht über den Tisch ziehen. Also nicht nur um ein Geschäft um jeden Preis zu machen. Ich kann mich erinnern, in der Phase, wo ich als Jüngling da an den alten Tischen saß, da hat mich mal jemand angerufen, der wollte ein Produkt von mir haben. Und dann habe ich festgestellt im Gespräch, das Problem, was er hat, das kann er mit einem Material lösen, das um Faktor 10 billiger ist als bei mir. Und da habe ich zu dem bisschen gedacht, ich habe gesagt, ich würde sie wirklich gerne verkaufen, aber es gibt auf dem Markt das und das Produkt, kann ich nur empfehlen, ich habe da zwei oder drei Adressen, kann ich Ihnen auch noch geben, aber ich kann Ihnen nichts verkaufen. Hätte mir wirklich gut getan. Ich habe Phasen gehabt in der Eingangsphase, wo ich einmal an einem Stück 11 Tage nicht einen Anruf hatte. Das heißt, also 11 Tage wollte kein Mensch was von mir wissen.
Und meine Frau hat mich dann gestützt sozusagen, hat gesagt, das kommt schon auch, bleib in Ruhe. Aber das, wenn man so einen Rucksack auf dem Buckel hat, dann hält man einiges aus auch, das muss man auch dazu sagen. Also die Tisch, die Leute nicht über den Tisch ziehen. Jetzt ruft mich eines Tages ein Österreicher an, der war von der Uni in Wien, und ruft mich an und sagt, er möchte irgendein Produkt von mir haben und ich kann ihm helfen. Sag ich, das, was ihn da so sicher macht. Er sagt, das weiß er von dem und dem, er weiß, dass ich nicht über den Tisch ziehe. Und dann habe ich dem tatsächlich eine Lösung vorgeschlagen, die sehr viel Zeit beansprucht hat, wenig Geld gebracht hat. Der kommt wiederum in einen anderen Laden rein, in eine andere Firma, sieht dieses Rohmaterial da rumliegen, was wir auch vertreiben, und fragt den wieder, ist das vom Henze? Sagt er, wer ist denn Henze? Sagt er, wenn Sie Henze nicht kennen, müssen Sie Henze kennenlernen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit dieser Firma in Kontakt gekommen, und das ist jetzt übrigens bei unser A-Kunde, das ist der Kunde, mit dem wir den größten Umsatz machen. Es muss nicht immer so kommen, aber in dem Fall ist es gekommen. Das war das Thema Umgang mit Kunden. Obwohl wir bei der Mehrzahl unserer Verkaufsprodukte nur einen relativ geringen Wettbewerbsdruck haben, weil wir doch eine Nischenprodukte verkaufen, versuchen wir sauber zu kalkulieren. Ich bin ja Techniker, wer gesagt, bei mir ist es relativ einfach, das ist wie ein Trichter, da fallen oben die Zahlen rein und da unten kommt was raus von 1 bis 5. Und da sagt man, okay, ein guter Kunde, ein umsatzstarker Kunde, der kriegt es meistens für Faktor 1 und der andere, der muss ein bisschen mehr zahlen. Aber das ist auch meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Wenn ich hier bei uns ins Bauhaus gehe oder ein Brett kaufe, weiß ich definitiv, dass ich dafür mehr zahle, als wenn ich ganzes Sperrholz kaufe. Das weiß ich. Aber ich brauche einfach, ich brauche kein ganzes Sperrholz. So ist es bei den Kunden auch, das wissen die auch, wenn sie eine bestimmte Menge nur kaufen, müssen wir auch im Verhältnis etwas mehr bezahlen. Problem aber auch hier im Verkauf. Im Verkauf kann man keine Untersteigung mehr machen. Dann versucht man es jetzt im Einkauf. Und da gibt es tatsächlich Profifirmen, die sagen, wir gehen zu den größeren Firmen hin, die sagen, dein Einkaufsvolumen ist wirklich da und da, ich spare Ihnen 10% ein und ich will von Ihnen gar kein Geld, sondern ich möchte nur dieses eine Jahr die 10% haben und nach einer gewissen Abstandszahlung, dann ist das erledigt. Und solche Ansinnen sind an uns auch gestellt worden. Und da ist immer ganz gut, wenn man eine gute Kalkulationsbasis hat und man dort seine Kalkulationsbasis auch kennt. Weil wenn ich hier drauf zahlen muss, dann macht das für mich keinen Sinn. Und das ist bei uns aber auch noch nicht trocken natürlich, auch an dem Punkt muss man natürlich auch noch arbeiten. Lieferanten, man sieht es, leben und leben lassen. Ich denke mal, zum Geschäft gehört immer zwei, es wird beiden Spaß machen. Und das heißt also auch für mich, Einkaufspreise werden fair verhandelt. Macht überhaupt keinen Sinn, da zu drücken, weil ich brauche den weiteren Service auch von dem Hersteller. Offene Kommunikation. Mein Eindruck ist übrigens, dass die junge Generation viel, viel offener kommuniziert. Also wenn die junge Generation spreche, spreche jetzt von diesen da, diese 35-Jährigen plus, minus. Die kommen viel schneller auf den Punkt, in einer ganz anständigen Art und Weise. Und ich habe so einen Eindruck gehabt, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich aus einem Konzern auch komme, da wurde immer irgendwie so ein bisschen so um den heißen Brei geredet. Und da wurde irgendwas erzählt. Und für mich war das unehrlich. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Ich finde das viel, viel besser, wie die Jungen miteinander umgehen. Ja, ich finde es besser. Vielleicht ist es auch nur eine Beobachtung, die ich hatte, aber ich habe den Eindruck, dass ich so. Und natürlich selbstverständlich, ich habe vorhin gesagt, dass wir aus USA-Material beziehen, dass wir aus Kent im Allgäu-Material beziehen. Wir kennen im Wesentlichen auch die Rezepturen, aber es heißt für uns natürlich, dass wir trotzdem das dicht halten und das nicht an die Wettbewerber weitergeben oder Material weitergeben, wie auch immer, sondern das muss eine ganz vertrauliche Atmosphäre sein, dass dann nichts anbrennt. Finanzamt und Steuern habe ich Überschrift. Ich zahle übrigens gerne Steuern. Umso mehr, umso lieber. Das stimmt tatsächlich, weil ich auch das heißt, dass ich Geld verdiene und dass ich nur nutze auch die Infrastruktur in Deutschland. Wettbewerb, ich liebe ihn nicht, mache ihn aber auch nicht schlecht, außer ich stelle fest, dass er das tatsächlich da was sachlich Falsches weitergeben wird, dann ja, beziehungsweise weise ich darauf hin, aber ansonsten lobe ich meinen Wettbewerb sogar, weil ich sage einfach,
dann weiß der Kunde wenigstens, von was wir reden. Dann, wir versuchen natürlich die Produkte so zu optimieren, dass sie vom Wettbewerb nicht so ohne weiteres ersetzt werden können und versuchen auch einen Mehrwert zu schaffen, weil wir kaufen manche Produkte auch nur ein und handeln die in der Regel nicht nur durch, sondern wir versuchen auch etwas an eine Schraube zu drehen und versuchen das dem Wettbewerb, dem Kunden zu verkaufen. Und wo wir ganz stark sein wollen, ist einfach der Service. Der unterscheidet uns deutlich von den Wettbewerbern, weil die Wettbewerber sind in der Regel größere Konzerne und wir sind nur ein ganz kleines Unternehmen. Und das ist eine Stärke, die wir nicht verlieren wollen. Und dann, was unternehmen wir, wenn sich eine Wirtschaftskrise anbahnt? 2001, 2002 hatten wir das, die Twin Towers haben geschossen worden sind, ist mit einem Schlag im darauf folgenden Jahr die Wirtschaft eingebrochen. Ich anhand meiner Zahlen habe ich das nicht erkennen können, kann ich auch bis heute noch nicht erkennen, aber große Firmen haben mir gesagt, das war absehbar. Das hat man so als Argument gebracht, dass die Wirtschaft eingebrochen ist, aber Analysten haben gesagt, dieser Einbruch war absehbar. Und dann haben wir 2008 und 2009 eine riesen eine Delle gehabt. Da haben wir 28% von unserem Umsatz verloren. Und wir haben trotzdem alle Mitarbeiter halten können und am Ende der Tage mit einer schwarzen Null das Jahr abschließen können. Im Gegenteil, ich habe auch in dem Jahr noch investiert, weil so günstig wie in dem Jahr konnte ich gar nicht einkaufen. Der Maschinenbau lag am Boden, war ganz offen kommuniziert. Ich habe sogar eine Maschine gekauft, die kostet normalerweise 200.000 Euro. Die habe ich für 150.000 Euro gekauft, war ganz offen kommuniziert. Wir müssen die Maschine verkaufen, damit wir unsere Leute nicht nach Hause schicken müssen. Und sie kriegen die für den Preis. Ich habe das natürlich auch ausgenutzt. Natürlich wusste er auch nicht, wohin die Reise geht, aber es war natürlich richtig. Und dann, was natürlich wichtig ist, ich habe davon gesprochen, dass wir alle Vierteljahr die Mitarbeiterinformationen machen. Und wenn sich dann so ein Trend abzeichnet, dann sind wir nicht die großen Gurus, die sagen, wo es entlang geht, sondern wir sagen einfach, wir sind genauso hilflos, wir müssen mal schauen, wie wir dann am besten umgehen mit der Situation. Und da ist eine große Zusammenarbeit feststellbar. Und was mir auch in dem Zusammenhang wichtig ist, dass wir Produkte haben, die die Welt braucht. Ja, wir verkaufen keinen Schrott oder irgendwas, sondern wir kaufen etwas, was man wirklich auch benötigt, um Probleme beseitigen zu können. Überfluss, das heißt ja, der heutige Abend trägt eine Überschrift: Unternehmen müssen profitabel sein, um einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten zu können. Uns ist immer bewusster, dass unser Erfolg nicht nur auf unserem Mist gewachsen ist. Wir können nur die Randbedingungen dafür schaffen. Es ist auch nicht unser Verdienst, dass wir in Deutschland geboren sind und dort leben dürfen. Ich meine, ich habe mal den Spruch gehört, ich bin stolz, Bayer oder Deutscher zu sein. Ich meine, ich bin auch nicht stolz, weil ich habe das nicht selber erarbeitet. Ich bin zufällig hier geboren. Dass wir die Ausbildung genossen haben, die wir genossen haben. Gott sei Dank hatten wir die Möglichkeit. Natürlich mussten wir auch unseren Teil dazu tun. Wir können die Firma nur erfolgreich führen, wenn wir gemeinsam an den Strang ziehen. Und aus diesem Grund beteiligen wir auch alle Mitarbeiter an einem gemeinsamen Erfolg. In erfolgreichen Jahren gibt es eine Gewinnausschüttung, die findet nach dem sogenannten Gießkannenprinzip statt. Das heißt also, jeder Mitarbeiter bekommt, der wird eine gewisse Summe ausgelobt und jeder Mitarbeiter bekommt pro Kopf das Gleiche. Kann jeder sagen, was soll denn das? Das ist, der Ingenieur bekommt genauso viel wie der Mann an der Maschine. Für den Mann an der Maschine ist das natürlich dann im Verhältnis wesentlich mehr als für den Ingenieur. Aber ich sage, die Philosophie vertrete ich, wir haben alle zu diesem Erfolg beigetragen. Nur dann können wir das machen. Und Teilzeitkräfte bekommen anteilsmäßig weniger. Meine Frau ist eine, was bist du, eine Minijobberin, was war das? Die kriegt nichts. Die kriegt deswegen nichts. Weil es könnte sein, dass sie dann, wenn ich das ausschütten würde, dann können wir in den sozialversicherungspflichtigen Bereich hinein und dann müssen wir kräftig nachzahlen. Also die bekommen nichts. Aber ansonsten alle gleich verteilt, bloß entsprechend der Stunden verteilt. Aber nicht, das ist nicht der Tätigkeit. Wo bin ich denn? Ja, und ganz konkret führen wir 5-10% vom Vorsteuergewinn
für soziale Einrichtungen ab, die mit denen Geld sollen Menschen oder Unternehmen unterstützt werden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und denen zum großen Teil die Überlebensgrundlage auch fehlt. Und ich bin froh, dass meine Söhne ähnlich ticken. Also wir haben da überhaupt kein Problem, dass am Jahresende, das machen wir natürlich erst, wenn das Jahr abgeschlossen ist, dass die ersten Diskussionen beginnen Ende November und dann Anfang, Mitte Dezember wird es dann ausgeteilt. Und die haben null Probleme damit, dass man das auch so machen will. Das ist, vorhin ist das Thema Wirtschaft in Gemeinschaft gekommen. Ich weiß, ich kann es vielleicht mal kurz sagen. Als ich die Firma gegründet hatte, habe ich mich als Unternehmer der Wirtschaft in Gemeinschaft gesehen, innerhalb der sogenannten Fokularbewegung. Nachdem ich jetzt aber nur noch der Aufsichtsrat bin, sozusagen, das Sagen haben die beiden Vorstände. Und die haben mit der Fokularbewegung gar nichts am Hut. Das ist der Grund, dass er auch in die Richtung Fokularbewegung gar nichts mehr fließt. Aber es geht in andere Kanäle hinein, die es genauso notwendig brauchen. Deswegen finde ich es ganz gut. In der Vergangenheit habe ich mich oft gefragt, was unser Unternehmen von anderen eigentlich unterscheidet. Und ich denke, das ist einmal die gegenseitige Wertschätzung. Das weiß, das machen andere auch, aber man muss auch suchen, denke ich mal. Wir haben Mitarbeiter unterschiedlichster Weltanschauung. Das geht von tief katholisch bis hin zum Agnostiker, dem sind alles wurscht ist. Dennoch versuchen wir untereinander, ich sage es ganz bewusst, die gegenseitige Liebe zu leben. Und das spürt man manchmal auch, wie wir uns wirklich auch mögen. Aber manchmal fehlen auch die Fetzen, das darf auch sein, und dann kommen wir auf ein gutes Niveau wieder. Und diese Atmosphäre spüren auch Besucher, wenn die zu uns in die Firma reinkommen. Die bin auch schon angesprochen worden, die spüren was sie sonst so nicht finden, weil jeder versucht irgendwie auch seinen Teil zu tun. Und das schönste Kompliment wurde mir vor einiger Zeit auf einer Messe gemacht. Da hat mir ein Geschäftsführer einer Zulieferfirma gesagt, er war auf irgendeinem anderen Messestand und er wollte etwas zum Thema Bohrnitrit mit dem Produkt befassen, wir uns im Wesentlichen, was erzählen, und hat gesagt, vergiss es, wenn wir das Produkt kaufen wollen, dann gehen wir zum Henze, da werden wir höflich und kompetent am Telefon beraten und innerhalb kürzester Zeit haben wir das Angebot auf dem Tisch liegen. Also mit dem Produkt brauchen wir gar nicht kommen, das machen wir Headset. Und daraus folgt für mich Wettbewerb, Vorsprung durch Wirtschaft, durch ein gemeinsames Wirtschaften. Das ist unsere Stärke. Jetzt mag sich jeder andere eine oder andere fragen, was soll das für mich jetzt eigentlich? Ich bin ja nicht Unternehmer und was soll ich mit so einem Thema, was erzählt der uns denn da eigentlich gerade? Doch, ich sage einfach, jeder von uns ist in irgendeiner Form ein Unternehmer in seiner Art. Sie leben in einer Solidargemeinschaft und müssen auch ihre Handlungsweisen auf diesen Bereich auch abstimmen. Jeder von uns befindet sich in einem sogenannten sozialen Netzwerk. Wichtig ist das Zusammenleben, das Zusammenhalten. Und dann etwas, Geld spielt nur eine untergeordnete Rolle, kann der ja sagen, der Unternehmer. Auch wenn man sich in einer solchen Situation befindet, in der man das vielleicht gar nicht verstehen mag. Aber es ist tatsächlich so. Auf das kommt es nicht drauf an. Und dazu könnte ich eigentlich noch eine ganze Menge erzählen, aber ich möchte an dieser Stelle wirklich schließen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Geld verdienen.